What's your name? Keine Ahnung, sag du's mir. So, willkommen bei einer neuen Aufnahme, diesmal wieder, nicht betrunken, also, ja, nüchtern. Oh, Smogmog Level 6, Schleimog Level 66, verdammter Schleimer. Was mache ich denn jetzt da? Ich wechsle und hole mal PY raus. Mit einer Psychokinese. Heideschrei. Zieht echt viel ab. Nämlich gar nichts. So, das wird ein One-Hitten, das kann ich jetzt schon sagen. So, hier. One-Hit-Kill gegen Slimog. What's coming now? Philipp Blume. Das müsste ein Zähne sein. Ah, genau das Gegenteil. Giflor. Na gut, dann kriegst du auch eine Psychokinese ab. Wir müssen echt die Pokémon auf Level 70 langsam trainieren. Gott, dieses Trainieren nervt. Ständig trainieren, trainieren, trainieren. Naja. I don't believe it. Okay. Ah, hier ist noch eine Trainerin. That look you gave me. It's so intriguing. Ich hasse diese Route. Eine Lesbe möchte kämpfen. Tangela Level 65. Ja gut, Austausch wird da keine Probleme haben. Eistrahl. Hätte es schon längst ein Pangelos sein können. Naja. Okay, was kommt jetzt? Stormy. Da wechsle ich zu Kiffer mit einer Donnerblitzattacke. So, Donnerblitz. Er verstärkt seine Verteidigung, das bringt ihm jetzt allerdings nichts, denn wir greifen ihn ja mit Spezial an. Fast. Aquaknarre, aha. Warum kann ein 65er noch eigentlich eine Aquaknarre? Verstehe ich nicht, naja. Wie nice. So, haben wir es jetzt endlich? Oder kommen dann noch ein paar nervige Trainer? Bestimmt. Wahrscheinlich laufen wir hier jetzt im Kreis. Hallo? I don't even like bugs. Okay, man läuft hier im Kreis. Verstehe. Diese Route ist sehr kompliziert gemacht. Naja. Dann müssen wir eben hier lang gehen. Hier sind noch ein paar Trainer, zwei Stück. You're trying to get with my girl. Nein, hab ich nicht. Scheiß Bugcatcher. Mit einem Pixie, wo hast du denn das gefangen? Eine Kampfattacke wäre jetzt gut, aber wir haben keine Kampfattacke, ich muss es einfrieren. Funktioniert leider nicht, da oben, Metronom. Teleport funktioniert nicht, tut mir leid. Und was kommt jetzt für ein bei Metronom? Oh, ich dachte, jetzt kommt Metronom. Schade. Ich war schon ganz gespannt drauf. Metronom ist eine meiner Lieblingsattacken. Eine zufällige Attacke auszuwählen, ist schon nice. Wirklich tough. Knuddelluff. Na gut, dann führen wir dieses auch rein. Ich hasse Gesang. Gesang ist das behindertste ever. Und warum habe ich mich gerade vertippt? Ich wollte die Pokéflöte einsetzen. Disable. Pokéflöte kommen. Na komm, das speed ich jetzt. Wir kennen ja den Sound der Pokéflöte. Ja. Und greifen weiter an mit unserer Eistaktik. Und killen dieses wirklich tough. So, was kommt jetzt? Butterfree. Smetbo. Da wechsle ich zu... Ach, jetzt wäre schön, wenn wir Rex dabei haben. Haben wir leider aber nicht. Da nehme ich jetzt stattdessen... PY. Also ihr seht die Level, die gehen immer weiter
in den 70er Bereich. Wahrscheinlich hat der letzte Arena-Leiter auch 70er. Ne, vielleicht hat es sogar 70er, das meine ich damit. You beat me, Chibu. Ich heiße nicht Chibu. Ach, komm. You looked at me, didn't you? Was? Warum starrst du mich so an? Tust du nicht? Hat es was, glaube ich, übersetzt? Electek. Warum kein Elevoltlek? Oder wie auch immer. Ich kann mir den Namen nicht merken, so richtig. Er greift bestimmt mit einem Donnerschlag oder so an, deswegen Panzerschutz. Das mache ich jetzt gleich mehrmals. Da sage ich ja, Donnerschlag müsste uns nicht allzu viel abziehen, auch wenn es sehr effektiv ist. Ach nee. Eisstrahl. Und dann setze ich Genesung ein. Jetzt gefriere. Ah, schade, wäre schön gewesen. Okay, ich muss mich heilen. Donner, das wäre der Todesstoß bestimmt gewesen für unser Austoss. Oh mein Gott. Was? Ich glaube, es kam gerade ein Kreideschrei, der daneben ging. Oh nee, es trifft der Donner. Survive! You must survive! Wobei Electric Spezial ist, glaube ich, nicht so hoch wie sein Angriff. Oh, naja, gut, wenn es ein Vorteil ist, was sollen wir da machen? Ich muss wechseln zu Frühsäure. Umgreife ich erstmal Schwertanz, um den Angriff zu erhöhen. Elektroattacken sind ja nicht sehr effektiv gegen Pflanzen-Pokémon. Das heißt, wir können uns hier gut, das ist eine gute Chance, um jetzt den Angriff zu erhöhen von Sarzenia. Auch wenn es unsere Verteidigung gleichzeitig auf Null gehen wird. Aber Angriff ist das, was zählt. Angriff ist die beste Verteidigung. Und selbst wenn ein Donner daneben geht, soll es greifen wir an mit Rasierblatt. Das wird ein One-Hitten, wenn es. Oh, ich habe den Angriff plus 6 erhöht. Und das killt ihn nicht, oh mein Gott. Vielleicht ist Rasierblatt eine Spezialattacke, aber ich habe es vorher im Wiki nachgeschaut. Rasierblatt ist eine normale Attacke. Okay, was ist sein letztes Pokémon? Oh Gott, Magma. Ausgerechnet ein Feuer-Pokémon. Da muss ich jetzt wechseln. Ach, was soll's, ich lasse Säure noch draußen, ist ja egal. Ich gehe mal das Risiko ein, auch wenn jetzt wahrscheinlich ein Feuersturm oder sowas kommen wird. Ist mir völlig Latte. Wir haben einen Angriff von plus 6. Es zieht so wenig ab, als hätten wir es gar nicht erhöht. Ja, aber sein Flammenwurf ebenfalls. Vielleicht schaffst du 10 ja. Außer es kommt ein Donnerschlag, weil unsere Verteidigung ist ja minus 4 gerade. Ja, scheiße, ich hätte meine Klappe halten sollen. Das war's. Ah, doch nicht. Ja, vielleicht schafft es ja noch. Schafft es an 10 Jahren, Magma zu besiegen. Was tippt ihr? Schreibt es einen Kommentar. Oh nein, Smog. Na ja, gut, Smog ist nicht sehr effektiv, stimmt ja. Habe ich ganz vergessen. Okay, unser 10 hat es geschafft, Magma zu besiegen. Okay, den hätten wir auch erledigt. Ey, Quatsch, das ist eine weibliche, eine Trainerin, eine Lesbe, meine ich. You mean? Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, die letzte Stadt endlich erreichen. Ja, perfekt. Jetzt schaue ich dann gleich auf eine Karte, aber zuerst... Pummelhof! Nee, das verfolgt uns. Es verfolgt uns. OMQ. Ist das jetzt die letzte Stadt, oder was? Wo ist das hier die Elite vor? Okay, hier ist die letzte Arena. Ich bin gespannt, welche Level die hier drin haben. Und wo geht's hier lang? Wahrscheinlich geht's hier zur Liga. Ich nehme wahrscheinlich die Karte mit, damit wir sehen können, wo wir gerade sind. Blöd.
Bla bla bla, James, ja, bla. Okay, was nehmen wir mit? Wir wollen die Karte mitnehmen. Also Karte, 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 wo ist die Karte? Karte, hallo, Karte hier. Town Map. Town Map. Okay. Schauen wir nach, wo wir gerade sind. Wir sind hier, okay. Ich könnte ja vielleicht noch einen Blick auf diese Route hier werfen. Nee, ist Stadtzimmer eigentlich. Migliobury. Okay. Letzte Stadt, wo wir unseren letzten Orden bekommen. Das ist wahrscheinlich Fatalen City. Die Stadt, also im Originalen. So, ich schau mal nach, wo es hier lang geht. Einfach mal so flüchtig, ne? Hoffentlich taucht jetzt nicht Chess hier irgendwie auf. Das ist wohl Route 1 bzw. Route 2 im Originalen. Die führt hier nämlich auch noch unten, die Route 1 und 2. Wahrscheinlich gibt es hier 70er Pokémon. Wetten. Ich wette, das ist ein 70er. Oh, 63er. Schade. Aber ich war knapp dran. Okay, was heißt hier knapp? Ich war weit davon entfernt. Naja, positiv denken. Wir können hier super trainieren. Ich glaube, das werde ich dann auf Screen machen. Ich werde dann die Pokémon auf Level 70 trainieren. Nach diesem Part. Und zuerst möchte ich mir die Route hier anschauen. Komische Höhle. Oh ne, da muss man surfen, aber wir haben das Surfer zum Glück. Also, surfen. Und eine Höhle. Ich bin gespannt, was es hier für Pokémon gibt. Lamas. Okay, das sind wahrscheinlich die Seeschauminseln im Originalen. Das kann man ja super erkennen. An der, ja, an dem Eingang. Austausch, oh mein Gott, ein wildes Austausch. Hätte ich gewusst, dass wir hier einen Austausch machen können, hätte ich meinen Protektiker nicht trainiert. Naja. Okay, jetzt haben wir es uns schnell angeschaut. Jetzt gehen wir mal zurück. Ah, warte, machen wir es so. Wir gehen in die Höhle und setzen Dick ein. Da geht es schneller und bequemer. So. Nein, nicht das, sondern das da. Okay, werfen wir mal einen Blick in die Arena. Ich bin schon echt gespannt auf die Arena, auf die letzte Arena in diesem Let's Play. Ich frage mich, ob wir den Arena-Leiter besiegen werden. Ich schätze mal nicht, aber naja, ist mal eine Herausforderung. Oh, Moment, ich muss erst unser Drahorn wieder mitnehmen. Das ist hier das Wichtigste momentan, dass wir unser Drahorn dabei haben. Bla 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 bla, diese Gequatsche nervt mich einfach nur. So, wie wir ablegen und mitnehmen, Aline Junior. Okay. Wir haben noch ein paar Sonnenbonbons, die könnten wir auch noch später bald verwenden. Vor der Liga, meine ich. In der Liga haben sie bestimmt Level 70er, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Vielleicht sogar Level 80er, wenn wir Pech haben. The Force will not fall to Rocky. Was, Rocky? Was, Rocky? Rocky? Wer ist Rocky? Achso, Officer Rocky oder was? Ist Officer Rocky etwa die letzte Arena-Leiterin? Cool. I used to be a fighting dojo like you, but then I took an arrow to the knee. Okay, ich bin gespannt, was für Pokémon der hat. 60er auf jeden Fall. 63er, okay, geht eigentlich. Entspricht unserem Level. So, ich muss wechseln zu Frisäure. Er greift an mit Fuchtler. Das ist Knoggers stärkste Attacke, glaube ich. Na gut, greifen wir in dem Fall mit Solarstrahl. Jetzt greife, ja. Das muss er ständig im Frucht einsetzen. Zwei bis drei Runden. Und nach den zwei bis drei Runden ist er verwirrt. Das ist dann nachher ein Fuchtler. So, was kommt jetzt? Kangama. Kein Boden-Pokémon. Ich muss Rex einsetzen. Rex ist das schwächste Pokémon von uns. Kangaskhan. So. Ach, verdammt. Fast gekillt. Was ist das?
Was war das für ein Tackle? War das ihr Punch oder so? Keine Ahnung. Irgend so eine Kampfattacke? Ne, irgend so eine Fuchtattacke. Ja. So eine Nahkampfattacke, wie auch immer. Lions are worse than Pokémon. Ich glaubst du? Dompteur, Tamer. Oh, komm, Level 58er Tauros, was soll denn das hier? Risikotackle. Volltreffer sogar, nicht schlecht. Und er kontert mit Raserei. Was ist denn das für ein Schrott? So, hier. Red Bull. Was kommt jetzt? Oh, nix. Na, das können wir mit Schaufler killen. Also, Schaufler. Hoffentlich kein Erdbeben jetzt. Okay, gut. Ja gut, Härten hätte ich auch eingesetzt, aber jetzt nicht eigentlich. Jetzt hätte ich Steinwurf eingesetzt oder Steinhagel. Okay, er hat sogar einen Onyx besiegt. Also dieser Trainer war im Vergleich zu anderen eine echte Niete. We are officers in training. Okay, das müsste ein Trainer sein. Cool Trainer, männlich, wants to fight, okay. Ein Boden-Pokémon, Nidoking, Boden-Gift, um genau zu sagen. Da kann man gut mit Stick agieren. Und die Giftschwäche nutzen. Fast. Okay, fast ist auch knapp daneben. Oh, Arcani überlebt. Oh. Das war sogar ein Volltreffer. Haben wir etwas um... Nein, haben wir nicht. Schade. Okay, ich setze Dick ein. Okay, Nidoking hätten wir knapp noch erledigt. Aber jetzt kommt wahrscheinlich Nidoqueen. Ja, genau. Ganz wie ich es gesagt habe. Ich lasse Rex draußen und wechsle es gleich, damit Rex ein bisschen Level Erfahrungspunkte bekommt. Ich wechsle jetzt dazu... Protecti. Ich werde es Surfer einsetzen. Surfer ist eine Wasserattacke. Und damit nutze ich die Bodenschwäche von Nidoqueen. Und er greift nur mit Giftstachel an. Also gut, Surfer. Sehr effektiv. Und One-Hit-Kill. Okay. James defeated Cool Trainer männlich. I was beaten. Kann niemandem was bieten, tut mir leid. Ja, ein Item, oh mein Gott. You can't sneak past me, boy. Was reden denn die alle für einen Müll? Wahrscheinlich, weil ich kein Englisch kann und es nicht verstehe. Ich dachte jetzt schon, es kommt Dodri, das wäre völlig falsch, aber... Dickdri ist... Ein Boden-Pokémon, ein pures Boden-Pokémon. Lass mal für Säure ran. Und verpassen den dreien eine neue Frisur. Er erhöht seinen Angriff mit X-Angriff. Und wir verpassen ihn. Ach, verdammt, Schlitzer. Nächste. Kein Volltreffer. Kein. Oh, Schlitzer hat eine hohe Volltrefferquote. Könnte man super mit Energiefokus kombinieren. Oder mit dem Mega-Block. Okay, Dick, wir hätten erledigt. Jetzt kommt Sandama. Auch wieder ein Boden-Pokémon. Zeit für eine neue Frisur, Sandama. Sand Slash. Ah, ich dachte schon, jetzt gibt es ein Level Up. Weil die 2000 Erfahrungspunkte sind schon recht viel. Hier ist noch einer. Karate ist the ultimate form of martial arts. Okay, Moment, ich muss mal kurz zurückrutschen. Ich habe, glaube ich, gerade meinen Stuhl gehört. Black Belt. Was Black Belt? Auch wieder ein Dodri.
Ein Schwäche ist dunkler als das vorherige. Ich glaube, das müsste sogar noch die Säure schaffen. Auf, Maus! Uiuiui, das müsste überleben, überleben, überleben! Oh, Volltreffer, schon wieder! Ich hasse Volltreffer! Okay, dann mach ich's jetzt anders. Protect die, komm her! Ich greife jetzt an mit Surfer. Und es Erdbeben, shit! Crap, Erdbeben ist very shit. So, we attack the Duck Trio with the Surf Attack. Okay. Champs defeated Blackbirds. Jetzt versuche ich mal Just for Fun ein bisschen Englisch zu sprechen. Acho. Alright, here's an item. It's a revive. In German, Belabor. You need power to keep us with our gym leader. Alright, I think there are only two trainers here in the arena. In the gym, sorry. Gym is the right word. No. Hey. Goodbye. What are you speaking for? Crap, was redest du für eine Scheiße, ja? Oh Gott. Ein Nicht-Boden-Pokémon. That's a not fighting type. I switch to Simsela, the Psycho-Type. So. Oh, Focus Energy. He raised his Volltreffer-Quote. Okay, egal. Genug mit Englisch für heute. Psychokinese kills Machamp 100%ig. Ebenso auf diesen Trainer. Oh, das gibt viele Erfahrungspunkte. Ah, so wenig. Oh, na gut, wir haben zwei Pokémon angesetzt. Und der Hund bellt schon wieder. Ich glaube, das müsste der letzte in dieser Arena sein. Ne, einer ist da oben noch, oben links im Bildschirm zu sehen. I must win to show Chief I'm Ray, ja. Okay, Cool Trainer wants to fight. Was hast du denn? Rizoros. Oh, freut mich. Im Original haben die leider nur ein Rihorn, obwohl man da eigentlich auch ein Rizoros hätte einbauen können. Ich wechsle zu Protecti mit einer Surfattacke. Wäre vielfach stark. Rizoros kann übrigens auch Surfer erlernen. Habe ich mal durch Zufall aus einer Pokémon-Serie gesehen. Da war es um Rizoros, das konnte surfen. Und was es dann gemacht hat, habe ich vergessen. Okay, Rizoros hätten wir auch erledigt. Ebenso den Trainer. Ach, der hatte nur einen Rizoros. Schade. Schade. Alright. Das ist der letzte hier. Aber Pokémon are weak. Compared to Police Chiefs. Ich gehe dann ins Pokémon Center, bevor ich den herausfordere, weil das wird bestimmt ein harter Kampf. Ein harter Kampf um den Erdorden. Razaf gegen Rex. Und Razaf ist wieder kein Boden-Pokémon. Was soll denn das hier? Naja. Ich wechsle mal zu Dragoran, weil ich es hier jetzt schnell machen möchte. Nicht so rumspielen möchte. Wie mit den anderen Trainern. Hier möchte ich schnell machen. Und ihr seht, wie wenig der Furienschlag abzieht, nämlich fast gar nichts. So, Hyperstrahl. Bam! Monokill, wie auch immer. Es gibt aber wenig Erfahrungspunkte. Graveler, also das ist Georock. Warum kein Geowatz? Naja, egal. Ich reg mich zu sehr auf, was die Pokémon angeht. Alle Attacken werden nicht sehr effektiv, außer Drachenwut. Also ich greife mal mit Drachenwut an, zieht 64. Nee, zieht immer 40 ab. Scheiße, habe ich ganz vergessen. Ich habe ja mal in dem Park gesagt, dass es immer zu viel abzieht wie die KP. Das stimmt gar nicht. Dann könnte ich Drachenwut eigentlich vergessen lassen. Und vielleicht stattdessen Geowurf erlernen. Dann wäre es ein perfekter Ersatz für Drachenwut. Ich glaube, das mache ich. Aber erst nachdem wir den Orden bekommen haben, weil ich glaube, dass Drauran Geofissur kann. Naja, jetzt ein Angriff. Was war denn das von der Attacke gerade? Egal.
Oh, Bodycheck, ein ganz harter. Oh mein Gott, mein Dragon ist fast tot. Ja gut, dann Body Slam! So, der Body Slam und Level Up für Alduino Jr. Level 65. Ist fast so stark wie seine Mutter. Und hier ist der letzte Arenenleiter. Aber zuerst heilen wir unsere Pokémon. Ich glaube, das spielt ich dafür, wie wir die Arena verlassen, ist ja eher unnötig. So, hier so. Nein, jetzt bin ich hier falsch. Da, hier geht's lang. So, genau da, da. Okay. Und zack, hier da. Arena. Okay. Jetzt ist es. Ups, jetzt ist es soweit. Schaffen wir es, den letzten Arena zu besiegen, oder muss ich den erst nach dem Trainieren herausfordern im nächsten Part? Jetzt finden wir es heraus. Ich bin gespannt, ob wir ihn schlagen können. Er hat bestimmt mindestens ein 70er Pokémon. Ich frage mich, ob wir es schaffen. So, jetzt müssen wir noch diesen Gang hier da entlang laufen. Und hier ist er, der letzte Arena-Leiter. What's this? You have followed me to the gym? This is only for officers in training. You think you can disband the police force? Then let this be our final match. So, der letzte Arena-Kampf. Ich bin gespannt, ob wir ihn besiegen können. Und er hat ein Machomai Level 67. OMG. Ich muss wechseln zu Pivai. Weil kein anderes Pokémon Machomai killen könnte. Er setzt Mega Block ein. Und die Psychokinese. Ich glaube, das wird Modeled Kill. Ja, sage ich, Machomai Spezialwert ist nicht hoch. Okay, jetzt kommt Golem. Das ist Geowatz. Das würde erklären, warum der vorherige Trainer keins hatte. Da wechsle ich zu Protecting mit einer Surf-Attacke. Das hat Level 68. Und kann bestimmt Erdbeben. So, Surfer. Das wird ein One-Hit-Kill, vielfache Stärke. Okay. Das war aber erst der Anfang. Er hat bestimmt noch stärkere Pokémon als dieses Golem. Jetzt kommt Nidoking. Ich lasse Protecti draußen. Es hat Level 69. Wir nähern uns der 70er Grenze. Ich glaube, der wird ihn sogar überleben. Ja. Oh mein Gott. Level 69 und Tackle. Oh meine Güte. Ich glaub's nicht. Naja, Nidoking ist down. Tackle mit 69, also. Ich glaube, jetzt kommt sogar das erste 70er Pokémon. Das ist Quappo, da wechsle ich wieder zu Pivai. Und das erste 70er Pokémon in diesem Let's Play. Psychokinese. Da müsste sein letztes Pokémon Rizaus, glaube ich, sein. Oder vielleicht sogar ein Legi, wenn wir Glück haben, oder beziehungsweise Pech. Relaxo könnte es auch sein. Relaxo wäre sogar ganz fies. Oh, Relaxo wäre echt fies. Und was kommt? Sein letztes ist Relaxo. Ich hätte es mir denken können. Scheiße. Und es hat Level 71. Oh mein Gott. Ich hatte sogar recht mit Relaxo. Hätte ich nie gedacht, dass er wirklich noch einen Relaxo hat. Scheiße, hoffentlich kann es keine Erholung. Sonst kriegen wir es gar nicht klein. Geofissur. Wie fies. Kann ich ja gleich selbst killen. So, hier, Explosion. Ich muss ja jetzt sehr schnell agieren und das Relaxo sehr schnell klein kriegen. Aus dem Grund, weil es Geofissur kann und vielleicht sogar noch Erholung, wenn wir Pech haben. So, jetzt holen wir unser schnellstes Pokémon raus, Pivai, und greifen schnell an mit der Psychokinese und besiegen diese Relaxo. Aber das ist echt eine fiese Kombo. Erholung und Geofissur mit Relaxo. Boah. No, how could this be? I have lost
Take this badge and leave. James got 7029 for winning. This is the only other thing I have. Take this and go. James recaved TM27. This is Fissur, it will take out Pokemon with just one him. Fortunately, the Elite 4 will be our last defense. Absolut wirklich? Selbst die Top 4 werden wir schlagen und dann wird Team Rocket die Welt erobern. Okay, kein Pokémon kann hier Fissur, also scheiße. Scheiße, 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 scheiße! Naja gut, da können wir die Taktik leider nicht machen, die wir im Gelb Let's Play bei Glurak gemacht haben. Schade eigentlich, naja. Dann müssen wir jetzt auf anderen Wege die Pokémon killen. In der Top 4, die wahrscheinlich Level 70er bis 80er haben werden. Boah, und wir haben gerade erst 60er, Ende 60er, oder sag mal Mitte 60er, wir haben 65er ungefähr. Das heißt, ich werde die Pokémon auf Level, sag mal 75 trainieren müssen. Allerdings mache ich das wieder offscreen. Und genau das werde ich jetzt hier in dieser Route machen. Hier werde ich alle Pokémon auf Level 75 trainieren, 10 Level weiter hoch. Da müssten wir für die Top 4 eigentlich gewappnet sein. Und für alle anderen Trainer, die noch kommen werden. Momentan haben wir Level 63, 65, 64, 63, 65 und 65. Die werden alle auf Level 75. Erhöht die Level. So, schauen wir uns noch schnell die Karte an fürs Ende. Wir gehen jetzt dann. Na, jetzt aber. Ich check die Karte. Die Karte ist so scheiße. Wir gehen jetzt hier durch, dann Route 16, 17, 18. Und dann sind wir durch die Top, bei der Top 4. Aber Route 18 ist irgendwie. Naja, keine Ahnung. Das wird hier als Höhle angezeigt. Naja. Also, dann im nächsten Part machen wir uns hier auf in die Elite 4. Nachdem ich die Pokémon-Offscreen natürlich auf Level 75 trainiert habe. Bis dann, Leute. Servus.